Ja, hallo und herzlich willkommen. So mal ganz unangekündigt und aus dem Nichts heraus präsentiere ich euch mal ein paar Folgen Destiny. Ich bin zufällig an einen Beta-Key gelangt und heute startet die Beta offiziell. Darum schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich habe das Spiel zwar nicht vorbestellt, aber vielleicht gefällt es mir. Vielleicht werde ich zuschlagen. Aber das weiß ich noch nicht. Erstmal ist nicht geplant, das Spiel großartig ausufernd zu Let's Playen. Ja, machen wir mal, ne? Kommen wir nicht drum rum, nehme ich an. Ich habe bis jetzt noch nicht geplant, das groß ausarten zu Let's Playen. Wenn mich das Spiel jedoch sehr überzeugt oder ihr sagt, das muss unbedingt, ja, super gut, Spiel wird übertragen. Ja, ich wollte euch das Intro so präsentieren und mir gedacht, jo, machen wir mal einfach mal mit. Aber das ist natürlich jetzt total die Ficke. Total die Ficke, sag ich euch. Naja, gut, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und wir sehen uns dann gleich weiter, wenn das Spiel fertig installiert ist. Dankeschön. Bis gleich. Wie ihr sehen könnt, sind wir ein Stück weiter gekommen. Und wir können jetzt die Bildgröße anpassen. Ist das nicht schön? Das hat auch nur schlappe anderthalb Stunden gedauert. Jawohl, was kostet die Welt? So, das war schon ultra spannend. Jetzt können wir noch die Helligkeit anpassen, damit es noch spannender wird. Jawohl, was muss ich denn sehen? Das Symbol auf der linken gerade noch zu sehen ist, da sehe ich es nicht mehr. Da sehe ich so gerade eben noch, also machen wir das so. Untertitel machen wir aktiviert, automatisch, ja, egal. Passt schon. Wird schon seine Richtigkeit haben, lass mich endlich spielen. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich bin total toll. Wir können, Harley, wenn ich ehrlich sein soll, aus Mass Effect. Okay, wir lesen uns mal durch, was die Einzelnen können. Titan, der Titan. Du bist eine gepanzerte Kriegsmaschine. Kontrolliere jede Schlacht mit Kraft und Strategie. Wir können Stürmer, schlag mit deinen Fäusten nach unten und löse Feinde in der Nähe in einen Mahlstrom von Arkuslicht auf. Und Verteidiger, ab Level 15 forme das Licht zu einem zerstörbaren Schild, der dich und deine Verbündeten vor Schaden schützt. Ach, was schön. Jäger, du bist ein Meister des Grenzlandes. Jage und eliminiere deine Feinde mit gnadenloser Präzision. Wir können Revolverheld. Rufe eine flammende Pistole herbei, die Feinde durch Solarlicht zersetzt. Es klingt erstmal nett, aber irgendwie sehr brutal. Und ab Level 15 steht uns Klingentänzer zur Verfügung. Lade deine Klinge mit Arkuslicht auf und vernichte deine Feinde mit Blitzen. Ach, was schön. Und der Warlock bietet uns das Universum. Beugt sich deinem Willen, manipuliere seine Energien, um deine Feinde niederzustrecken. Leere Läufer, schleudere einen explosiven Blitz aus leerem Licht auf den Feind, der alle zersetzt, die sich im Wirkungsbereich befinden. Und ab Level 15 der Sonnensänger, erfülle dich mit Solarlicht, was die Effektivität all deiner Fähigkeiten drastisch erhöht. Gut, ich weiß nicht, was euch am besten gefallen hat. Ich finde einfach, der Warlock klingt so vom Ding. Irgendwie sieht er auch am coolsten aus. So eine Knarre und so ein Zauber dabei. Der hat nur eine Knarre eigentlich. Die hat eine Knarre und so ein Messerchen. Und der hat so eine Knarre und so eine Magic Flames, ne? Also nehmen wir den mal. Gut, wir können jetzt die Spezies und das Geschlecht Erwachte. Wir sind jetzt so Exo. Erwachte sieht wie aus? Ah ja. Und Mensch. Sieht so aus. Der Exo soll wahrscheinlich tatsächlich auch mehr oder weniger an die Quarianer erinnern, die irgendwie, ja, halt so. So, wir können das Gesicht noch verändern und uns überlegen, was denn wohl so cool aussieht. Alternativ, so das erinnert den schon fast so ein bisschen an, aber auch an Mass Effect. Naja, wir nehmen, was nehmen wir denn?
der Augen. Wir nehmen mal den. Außenfarbe. Nee, ja, die machen wir mal. Black Metal. Jawohl. Und wir können den Mund, die Mundfarbe wählen. Leute, die Mundfarbe. Das ist das Licht. Da nehmen wir mal Rot, das sieht gut aus. Also, was können wir noch? Und die Augenfarbe, ja. Da nehmen wir auch so ein strahlendes, leuchtendes Rot und sehen mal so ein bisschen so Terminator-mäßig aus. Kopfmerkmal, sowas gibt's denn da? Ach cool, da können wir noch ein Iro oder so Hörnchen draus setzen. Das erinnert so ein bisschen an Flügel, oder? Ich glaube nicht, dass wir damit fliegen können, aber... Ja... Da können wir schon... Das sieht geil aus. Sollen wir das noch rot machen? Nee, das Rot passt nicht. Das ist doof. Spikes! Das ist super für den Empfang. So ein paar Tellaminen. Was ist denn das? Was soll das darstellen? Oder das? Das ist ja wirklich Terminator hier. Der Wahnsinn. Alter. Ich lasse das Kopfmerkmal mal weg, weil das alles irgendwie merkwürdig aussieht. Ein Kriegsmal. Ja, das ist mal ein super Kriegsmal. Wir haben Sterne abgekriegt im Krieg. Ja, Mass Effect. Mhm. Merken wir schon. Das nehmen wir mal, das ist lustig. Und dann passt ein Blau dazu. Ja, das fällt kaum noch auf, ja. Das gefällt mir. Das machen wir. Abschließen. Jawohl. Jetzt. Darf ich vielleicht gleich zocken? Darf ich zocken? Activision. Bungie. Hauptsache, ihr habt das Seil geprüft. Und jetzt genießen wir den Niedergang. Planet Mars. Der rote Planet. Destiny. Wir nannten ihn den Reisenden. Und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch es war auch ein Anfang. Ja, schön, ne? Da gucken wir uns den Ladescreen an. Kriegen noch ein paar Special Effects in der unteren rechten Ecke. Mitgeteilt.
Einfach weil es schön ist, ne? Weil es schön ist. Ja, so muss das sein. So muss das sein. So machen wir das gerne. Ja. Ich finde, das ist auch sowas wie so ein Lebens... Aha. Kosmodrom, Alt-Russland, Erde. Ist das möglich? Da bist du ja. Der Kringel hatte was von Neck. Hüter. Hüter. Augen auf, Hüter. Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Schön, ich hab einen Knopf im Ohr. Das ist Gefallenengebiet. Hier draußen überleben wir nicht lang. Los, hinter die Mauer. L3, um zu sprinten. L3, um zu sprinten. Ach ja, einmal drücken. Das ist ja diese Shooter-Konsolen-Schieterie da. Wir müssen weg hier. Okay. Lass mich nachdenken. Du brauchst eine Waffe, bevor die Gefallenen uns finden. Finde eine Waffe. Ich werde dran arbeiten. Ist das nicht schön? Still. Sie sind genau über uns. Durchbruch. Alt-Russland. Erde. Okay, der ein oder andere wird sich bestimmt fragen, was meine Intention ist, das mal anzuzocken. Ich fand, es sah eigentlich ganz hübsch aus, habe mich allerdings wenig darüber im Vorfeld informiert, weil es ja eigentlich doch dann eher ein Shooter ist und das alles aber normalerweise nicht mein... Moment. Warte mal. Gefallene lieben die Dunkelheit, wir nicht. Ich suche uns ein paar Feuersteine. Und wieder eins dieser Hochsicherheitssysteme. So wie ein paar Jahrhunderte Entropie, die gegen mich arbeiten. Ja, gut, der ist mir jetzt ein wenig ins Wort gefallen. Ich wollte gerade sagen, Shooter sind ja eigentlich nicht so meins. Und ich bin auch nicht so drauf ab, Shooter zu spielen. Sie jagen uns. Hier, ein Gewehr. Aber da ich jetzt zufällig mal an diese Beta gekommen bin. Ich hoffe, du weißt, wie man das Nein, Ding benutzt. Nein, weiß ich nicht. Okay, so schieße ich, so ziele ich. Sehr gut. Ich weiß, wie es geht. Ich habe auch gleich mal 186 Schuss plus 23 noch im Magazin. Das ist doch mal eine Aussage. Damit kann ich ja schon mal ein bisschen rumballern.
Augen geradeaus. Achte auf dein Radar. Ich hab ein Radar? Ach, da oben links. Der Wahnsinn. Gut, dass er mir sowas sagt. Das heißt auch, wie gesagt, ich bin nicht so der Shooter-Spieler auf Konsole schon gar nicht. Das könnte jetzt zwischendurch durchaus ein wenig lustig sein, aber ich wollte euch die Chance geben, hier einfach mal reinzuschauen. Naja, das war dann noch, oh, recht souverän. Wie lade ich nach? Oh, was ist das denn? So gehe ich in die Hock. Ah, ja. Auf dem guten alten Viereck lade ich nach. Ich habe auch genug Knöpfe ausprobiert, dafür das rauszufinden. Gut, weiter geht's. Hier kommen mit Sicherheit noch mehr von diesen netten Kollegen. R1 für den Nahkampf. Ja, das habe ich ja gerade schon rausgefunden. Gut, der Nahkampf geht aber relativ weit. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich hätte jetzt gedacht, die müssen näher ran sein. Aber schön, dass wir das herausgefunden haben. Weil, jetzt wissen wir Bescheid, ne? Gut, kann ich den Nahkampf eigentlich L2 um zu zielen? Ja, das habe ich noch rausgefunden. Okay. Also ich sehe auch jeweils, wenn ich Schaden mache, wie viel das wohl ist. Ja, meine ich und die in den alten Shooter-Qualitäten hier. Ja. Das war vorhin, lief das so gut, das konnte nicht so weitergehen. Ich wollte gerade sagen, es müssen noch mehr hier sein. Das wäre ja gelacht. Ihr habt ja in Watch Dogs auch durchaus schon gesehen, dass es nicht unbedingt so mein Metier ist, so Shooter. Aber das ist ja... Wir lassen uns ja hier nicht runterkriegen. Ich habe so das Gefühl, wenn da diese größeren gelben Zahlen kommen, dann hat das schon was mit deinem Headshot zu tun. Alles andere ist nur Makulatur. So. Es kommen noch mehr, aber wir müssen durch. Das nur schaffen weiter. Wir schon. Das wäre... Wir lassen uns ja hier zu Beginn zumindest noch nicht unterkriegen. Wir sind da ja... Da kennen wir ja nichts, ne? Aber jetzt weiß ich nicht. Es gibt hier natürlich noch ein paar extra Wege und so weiter und so fort. Ob es nicht hier vielleicht schon was zu entdecken gibt. Da bin ich ein alter scheiß Rollenspieler und nicht so ein alten blöden Zockerkopf hier für Shooter und so. Aber das macht ja nichts. Hoffe ich. Achso, ich kann ja auch schneller laufen. Gut, dass ich an sowas denke. Müsst ihr entschuldigen. Ein Beutedepot. Mal sehen, ein was Beutedepot. Da ist. Das ist natürlich was. Ah, gedrückt halt. Ja, wunderbar. Wir haben einen Prediger Typ 20. Um die Spezialwaffe zu wechseln. Jawoll! Das ist dann mal so eine gute alte Pumpgun, würde ich sagen. Das ist gerade für den... Lichtsensorminen. Bloß nicht berühren. Okay, damit kann ich mich ducken. Ich bin mal optimistisch, dass ich hier drunter herkomme, wenn die mir sagen, ich soll mich ducken. Na, das läuft doch. Oh. Jawoll, was war das denn? Ja, ich kann auch mit der Pumpgun nicht daneben schießen, oder? Jetzt wollt's mich aber hier... okay. Das war sowas wie eine Granate. Jetzt möchte ich wissen, kann ich die Waffe denn irgendwie wieder wechseln? Jawoll! Ja, guck mal an. Da guckt doch schon einer um die Ecke. Ne, oh, den haben wir doch mal ordentlich erwischt. Der rennt in die... Ich hätte jetzt mal fast gesagt, eigene Falle. Ja, das war doch auch okay. Ich sag mal, es ist noch nicht ganz Hopfen und Malz verloren. Ja, ich würde aber sagen, der Radius, um den Kopf zu treffen, ist auch gar nicht so klein angelegt hier. So, den holen wir uns doch jetzt mal im Nahkampf. Ja, bam! Oh, da ist noch einer. Den können wir natürlich auch gleich mit wegbrutzeln. Wenn wir schon mal dabei sind. Außerdem sieht der Move sehr cool aus. So, dass wir das doch einfach mal in Angriff nehmen können. Gut, 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 gut. Fuck, wo bin ich denn jetzt hin abgebogen? Ah, eigentlich wollte ich gucken, ob ich hier durch die Tür kann, aber ich kann mich hier sozusagen außen auf der Empore vorbeischleichen an diesem Gebiet. Aber das bringt uns natürlich alle nichts, weil die Gegner kommen natürlich trotzdem, weil wir ja schließlich ein Shooter spielen und kein Strategiespiel. Gut, dass wir darüber geredet haben. Da werde ich schon wieder mit irgendwelchen Granaten beworfen. Und da gibt es auch schon die nächsten Gegner, die auf uns schießen und irgendwie Zielpatronen haben, wenn ich das mal so analysieren dürfte. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall so gesehen noch nicht großartig befürchten, dass wir irgendwie draufgehen, habe ich so das Gefühl. Weil der Lebenspunkteball füllt sich doch recht schnell wieder auf. Und die machen auch nicht zu viel Schaden.
Aber das wird sich natürlich nachher noch ändern. Meistens sind die Spiele ja für so einen Anfang immer ein bisschen nett ausgelegt. Und das Böse kommt dann irgendwann. So. Ach, der lebt ja noch. Warum sagt mir das denn keiner? Mann, das gibt's doch nicht. Was? So weit ging der Nahkampf dann doch nicht. Aber das soll doch wohl reichen. Dankeschön. Bitteschön. Wir. Die Gefallenen sind hier präsenter, als ich dachte. Nur noch ein kleines Stück. Hoffen wir, dass da draußen noch etwas übrig ist. Ja, das hoffen wir natürlich sehr. Und wir werden jetzt noch ein wenig vorrücken. Und hoffen, dass noch was übergeblieben ist. Nö. Weil wir wollen uns ja eigentlich in irgendeine Stadt bewegen, wenn ich den Kollegen jetzt hier richtig verstanden habe. In der wir dann hoffentlich sicher sind. Und diese Gefallenen nicht mehr rumfallen. Schön. Und damit erreichen wir die Kluft. In Altrussland. Auf dem Planeten Erde. Das ist für mich das Zeichen, dass die erste Folge von Destiny jetzt vorbei ist. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich mache auf jeden Fall noch 2-3 Folgen davon, wenn nicht sogar noch mehr. Also bleibt dabei. Wir wollen uns ein bisschen die Beta anschauen und analysieren, ob das Spiel sich wohl lohnt. Nö. Also, danke, dass ihr für diesen kleinen Review eingeschaltet habt. Es wird auf jeden Fall noch weitergehen. Bis dahin, euer Ascanius.